Von wem muss das Betriebsratsprotokoll unterzeichnet werden? Herzlich willkommen bei Betriebsratsvideo. Mein Name ist Rüdiger Matisek, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Von wem muss das Betriebsratsprotokoll unterzeichnet werden? Paragraph 34 Betriebsverfassungsgesetz gibt hierzu die Antwort: vom Betriebsratsvorsitzenden und einem weiteren Betriebsratsmitglied. Der Betriebsratsvorsitzende im Fall seiner Verhinderung, damit steht ein Beteiligter fest. Aber wer ist die andere Person? Wir finden sehr häufig, dass im Betriebsrat die Unterzeichnung ebenfalls durch den Schriftführer geschieht, einfach nur so. Und einfach nur so, das reicht leider nicht. Das Protokoll muss von einer Person unterzeichnet werden, die durch einen Beschluss des Betriebsrats hierzu bestimmt worden ist. Das kann jedermann sein, aber es muss ein Mitglied des Betriebsrats sein. Also, vor der Unterzeichnung des Protokolls noch einmal in den Beschlüssen nachschauen, wer ist hierzu bestimmt worden? Der Betriebsratsvorsitzende im Fall seiner Verhinderung und die durch Beschluss bestimmte Person unterzeichnen das Protokoll. Damit ist es rechtswirksam unterzeichnet. Ein Tipp noch am Ende: Soll die Schriftform in einem Beschluss gewahrt werden, ist es erforderlich, dass diese beiden unterzeichnen und der Beschluss in seinem vollen Wortlaut im Protokoll enthalten ist. Vielen Dank für Ihr Interesse. Habe ich weiteres Interesse geweckt, schauen Sie doch wieder mal herein oder noch besser, abonnieren Sie das Betriebsratsvideo. Ihr Rüdiger Matisek.